Genau, man hat einmal den Versuch gemacht, dass man die Kompostwürmer steril gemacht hat. Das heißt, man hat die Ja. ganzen Mikroorganismen abgetötet, dann sind die Würmer auch noch 2 Tage eigentlich gestorben dran. Das heißt, sie haben einfach, man hat ihnen, also die zwei kooperieren immer miteinander. Und ich habe damals auch einen sehr spannenden Versuch gemacht, und das kann man ja mal ausprobieren, dass man eine Bananenschale oder einen Apfelputz oder so einmal in eine leere Kiste hineinlegt und einmal in eine Kiste, wo, sagen wir mal, Erden oder Kompostwürmer halt einfach drin sind, dann sieht man den Effekt, wie sich das da drinnen dann entwickelt und aufbaut. Und das ist auch so, was auch sehr interessant ist, wenn man es bei einer Kiste anschaut. Also man haut etwas leicht Schimmliges hinein, dann, oder sagen wir mal, man hat auch wieder zwei Sachen. Man hat einmal, man legt außen was Schimmliges hin und einmal was in die Kisten was Schimmliges. Dann schimmelt das außen, schimmelt weiter, aber innen, wo die Mikroorganismen von den Würmern aktiv sind, dann kämpfen praktisch die Mikroorganismen von den Würmern mit dem Schimmel auf dem Biomüll. Und je nachdem, wer dann gewinnt, übernimmt dann die Flächen. Und das ist, wenn eine Kiste gut läuft, wenn eine Wurmkiste gut läuft, dann merkt man, dass der Schimmel gefressen wird von den Mikroorganismen, dass er nicht gewinnt.